Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Kingdom Come. Wir sind in der Mitte von Rattay, haben jetzt ganz viel verkauft, haben ganz viel gemacht und getan. Und ich treffe mich jetzt mit dem Vogt, und zwar mit dem Vogt von Rattay. Da kriegt der Vogt, oh, wo ist er denn? Irgendwo weiter drin. Ein Schreiben vom Herrn Divisch, dass wir der neue Vogt von Chibislawitz sind. Aber vorher möchte ich es mir durchlesen. Divischs Bekanntmachung. Ein Brief von Herrn Divisch an den Rattayer Vogt, versehen mit dem Siegel von Herrn von Thalberg. Und ich kann es nicht lesen. Den Brief aus Vrande kann ich lesen, die Bekanntmachung kann ich nicht lesen. Alles klar. Dann können wir es nicht lesen. Auf jeden Fall suche ich jetzt den Vogt. Und er sollte sich jetzt zeigen. Vogt, wo bist du? Ah, da bist du ja. Ja, wunderbar. Wie geht es dir, Ganz Heinrich? gut. Komm, lass. Oh, wir können hier nicht reden. Reden wir auf der Treppe? Wir reden hier oben schon. Komm. Schreiben aus Pribislavitz helfen können wir bestimmt auch, aber erstmal nicht. Ich überbringe ein Dokument von Herrn Divisch. Es betrifft den Wiederaufbau von Pribislavitz. Das Dorf, aus dem du die Banditen verjagt hast? Ganz genau. Dann stimmt es also. Gut. Lass mich einen Blick darauf werfen. Hier ist es. Dann wollen wir mal sehen. Ich soll bekannt machen, dass Pribislavitz neue Siedler sucht, die dort leben und arbeiten. Herr Ratzig und Herr Hanusch sind wohl damit einverstanden. Wenn das so ist, will ich nicht zaudern. Bitte begleite mich. Ich habe jetzt versucht, ein bisschen die Kleidung zu checken, wie er aussieht. So sieht also ein Vogt aus. Sorge dafür, dass der Vogt die öffentliche, dass der Vogt die öffentliche Ankündigung macht. Müssen wir nochmal mit ihm quatschen? Gurken, saftige Gurken, Spargel und Pflaumen. Oh, ich glaube, jetzt passiert was. Sehr schön. Hört alle her. Ihr könnt zu mir, zu Heinrich, kommen und ich bin dann der neue Vogt aus Pschibislawitz. Ja. Vielleicht könnte auch Pascalitzer hin. Willkommen, Heinrich. Der Hund ist cool. Hört her, ihr Leute. Hiermit verkünde ich im Namen von Herrn Hanusch und Herrn Divisch, dass euch, werten Bürgern Rattays, sowie all jenen, die gegenwärtig Schutz bei uns finden, das Recht gewährt wird, nach Pribislavitz nördlich von Burg Thalmberg zu ziehen, wo ein neues Leben und ein neues Heim auf euch warten. Vorausgesetzt, ihr leistet euren Beitrag zum Wiederaufbau des Dorfes. All jene, die dieses Angebot wahrnehmen, werden für einen Zeitraum von 5 Jahren von ihrer Steuerlast befreit. Zudem ist es ihnen gestattet, die umliegenden Wälder für Holz und den Bach für die Wasserversorgung zu nutzen. Das Dorf Pribislavitz befindet sich im Lehen von Herrn Divisch von Thalmberg. Und wer sich dort niederlässt, ist ihm fortan treu ergeben. Des Weiteren verkünde ich, dass Heinrich aus Galitz die Verwaltung von Pribislavitz und zu diesem Behufe das Amt des Vogts übertragen wurde. Das Amt und die damit verbundenen Privilegien wurden ihm von Herrn Divisch für seine treuen Dienste verliehen. Unseren Freunden aus Galitz sei hiermit angeraten, dieses Angebot gründlich zu erwägen, da sich ihnen in Bälde keine bessere Gelegenheit bieten wird. Sehr schön. Tolle Ansage. Quest begonnen, ein neues Zuhause. Dankeschön, lieber Vogt. Jetzt wissen alle Bescheid. Sprich mit Meister Locato Marius. Okay. Dann haben wir das jetzt erledigt.
Okay, wir müssen jetzt mit dem Meisterlokator sprechen. Dann gehe ich jetzt einmal noch mit Theresa quatschen. Vielleicht können wir ja mit der noch was Schönes machen, solange wir in Scarlet sind, in Rattay sind. Und dann schauen wir mal weiter. So, einmal schön runter. Genau. Ein bisschen mehr Power, bitte. Pferdchen, jawohl. Und ein bisschen jumpen. Yes, sehr schön. Ja. Dann schauen wir mal. Vielleicht können wir irgendwas Verrücktes mit Theresa machen. Eine Sache weiß ich. Ich ziehe den Hemd. Das Hemd aus. Den Helm aus. Das Hemd vielleicht auch. Keine Ahnung, was mit Theresa läuft. Aber den Helm. Den sehen wir mal aus. Oje, wie sehen wir denn aus ohne Helm? Okay, es ist ein kleiner Grafikbug, aber eigentlich normal. Ah ja, genau. Dann ziehen wir auch das aus. Und das da. Ja, dann sehen wir wenigstens ein bisschen normaler aus. So, Theresien. Hallöchen. Was sollen wir denn mit dir machen, Heinrich? Ach, gar nichts. Möchtest du mit mir wieder Unheil anrichten? Letztes Mal war spaßig. Ja, war es. Ich bin überrascht, dass du es auch so siehst. Obwohl ein Mädchen nicht jeden Tag die Gelegenheit hat, die Wunden ihres Retters zu versorgen. Es ist zu spät, um noch irgendwo hinzugehen. Komm morgen wieder, ja? Um wie viel Uhr will die das denn machen? Es ist zu spät. Wie viel Uhr haben wir denn? 12.30 Uhr. Naja, sie muss, wie es aussieht, jetzt ihr Stuff da stricken. Ich ziehe natürlich alles wieder an, da es jetzt dann weitergeht in Richtung Thalberg, in Richtung Hauptstory. Genau, ich guck mal kurz, ob wir satt sind. Sattheit 66, wir essen nochmal und dann machen wir weiter. Am Vormittag, auch Theresa. Naja, gut, es wird noch mit Theresa irgendwann mal. Führen wir sie noch aus und machen ein bisschen was Lustiges. Dann essen wir einmal. Hier müsste doch... Theresa hat nichts gekocht. Okay. Wir reiten rüber und suchen uns unterwegs was zu essen. Eieiei. Oder schon alles aufgegessen? Auf jeden Fall weiß ich, wo ich hin muss. Ich muss zum A... Richtung Thalberg. Guck mal, da ist ein Schwein. Liegt einfach mitten auf dem Weg. Keiner hatte irgendwie Angst, dass es davonläuft oder so. Ich meine, das könnte sich ja auch denken, hey, ich bin ein Schwein, ich renne da und dahin und gut ist. So, es ist nicht eingezäunt. Also, weiter geht's Richtung A, Richtung Thalberg. Und dann schauen wir, was uns dort erwartet. Ich bin schon richtig gespannt. Wie ein Flitzebogen. So, hier könnten wir vielleicht irgendwo was zu essen schnorren. Ja. Oder vielleicht auch nicht. Ja. Warte mal. Ja. So easy geht das. Wir waren in einem privaten Bereich, haben gegessen, Sattheit 91. Sattheit 90, das passt schon. So, und ab geht's. Weiter nach Thalberg, gut gesättigt. Hoffentlich hat die das Essen gut gewürzt. Oder er. Ich weiß ja nicht, wer gekocht hat. Aber damals gab es wahrscheinlich eine Rollenverteilung und es war eine sie. Hoffentlich hat sie es gut gewürzt. So. Ja. Wir werden jetzt mit dem Hauptmann reden. Er erwartet uns. Und ich weiß nicht, ob der zweitägige Beschuss vorbei ist. Wenn der Hauptmann jetzt nicht mit uns reden will, dann geht's weiter nach Przybyszławice. Und in Przybyszławice werden wir dann mit diesem Wiederaufbauer sprechen, dass wir in Rattay dies und das verkündet haben. Ja, hier kommt man leicht durch. Genau, ein Questgeber ist alles wunderschön. So, dann weiter geht's, Heinrich. Und Katanka. Im Galopp. Uppala, warte mal. Nein. Warte. Wenn das schon schief geht, muss ich mal kurz auf der Karte gucken, wo wir genau hin müssen. Wir müssen...
uns umdrehen und dann einfach entlang reiten. Ja. Einfach hier lang. Sehr schön. Dann passt das. Ich wollte ein bisschen luftliniger sein. Aber so... Oh nein, da lang. Hättchen. Aber so ist auch gut. Ja, manchmal verliert man auch so ein bisschen die Kontrolle. Aber ist ja nicht verkehrt. So, was haben wir da? Ein Wanderer. Ich bin am Überlegen, ob so ein Wanderer gegen unseren Hund gewinnt. So 101. Wenn wir gar nichts machen, wenn wir einfach nur Fass von unserem Hund machen. Es kann sein, dass auch unser Hund gewinnt, ne? Ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe mit dem Spiel und uns ein Hund angegriffen hat. Da hatte ich schon Probleme. Ich glaube, Heinrich war zu schwach, mit dem Hund klarzukommen. Ich denke, so war das. Deswegen so ein Reisender, ohne Plattenrüstung, ohne gar nichts, ohne Schwert. Ich probiere es mal aus. Warte mal. Also just for fun. Ein bisschen grob und krass, aber... Ja, habt ihr es vielleicht gehört? Mal gucken, wie das aussieht. Er rennt weg. Wundert mich aber auch nicht, so ein Hund ist schon krass drauf. Und? Oh mein Gott, ey, das ist schon heftig. Unser Hund lässt auch nicht locker. Ich würde gerne mal sehen, wie viel Leben der noch hat. Ja, wir haben unseren Ruf verschlechtert. Warte mal, wo ist er denn? Ah, okay. Ja, dann hatte der einen schönen Ausflug. Der arme Reisende. Aber zu Ausprobierungszwecken weiß ich jetzt Bescheid. Er rennt weg. Würde ich auch tun, oder? Er würde sich da irgendwie mit einem Hund anlegen und sowas. Da hat ja auch keiner Bock drauf. So. Schön weiter geradeaus. Ich sehe schon Ringelblumen, die wir schön pflücken könnten. Und Mohnblumen. Was ich hier alles lerne in dem Spiel. Und wie Kamille aussieht und so weiter. Ja. Schön weiter geradeaus, also wir könnten hier pflücken wie noch was. Und dann müssten wir tatsächlich auch demnächst da sein. Bin immer bei so einer Kurve wie jetzt am überlegen, ob ich nicht die Luftlinie nehme. Aber wenn ich keine Wälder und Bäume sehe und keine steilen Klippen und sowas, dann reite ich doch ein bisschen luftlinienförmiger. Da sind wir schneller da, außer dort den Umweg da durch die Häuser durch und so weiter. Ich meine, bei der Schnellreise reitet Heinrich ja schon so. Dann kann der jetzt ein bisschen schneller sein. Oh, da ist Thalberg schon, da siehst du. Und wir haben dieses kleine Kaff da übersprungen. Was auch immer das war. Entweder nur so eine kleine Schenke, so eine kleine Bar. Oder so eine kleine Unterkunft heißt es hier. Oder sowas wie Meruyet oder sowas. Okay. So, da sind wir schon. Talmik wird belagert. Die ganze Hut, alles leer. Keiner da. Warte mal. Das war so nicht geplant. Nur so zur Info, warte mal. Ach komm, dann gehen wir hier runter ins Wasser. Und so hoch. Yes. Und einmal hier die Runde, genau. Und da oben müsste es sein. Ja, beim Tribok bestimmt, oder? Ah, ich habe schon gedacht, unser Pferdchen springt nicht drüber. Doch, es tut es. So, Thalberg wird immer noch angegriffen und es könnte jetzt sein, dass jetzt die Main Story tatsächlich weitergeht. Schauen wir uns das mal an. Ich bin gespannt. Wie ein Flitzebogen. Lass mal noch kurz mit dem reden. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Ach, ich weiß auch nicht. Einfach nur zum Spaß, würde ich sagen. Gott über dich wachen. So, die greifen an. Geht es dir gut? Gut. Gut, er wollte mich umbringen. Aber ich dachte... Es war Paykar. Dort liegt er. Du hast ihn laufen lassen und gesagt, ich hätte nichts zu befürchten.
Geh mir aus den Augen, hörst du? Er hätte mich töten können, um Gottes Willen. Da weiß sie schon bei allem Bescheid. Okay, dann ist es der Herr Robert. Komm. Ich nehme an, wir müssen stürmen. Oh yes, stürmen wäre jetzt geil. Da Herrn Divish Spanner noch nicht über Talmberg gehisst ist, müssen wir wohl stürmen. Genau, dieser Ishtvan ist ein sturer Bastard. Also gut, wann geht's los? Darauf wird es wohl hinauslaufen. Bist du bereit? Falls du dich noch ausruhen willst, wir können etwas warten. Die nächste Gelegenheit kriegst du erst, wenn wir gewonnen haben. Oder du auf ewig ruhst. Was eine Ansage, und wir sind sowas von bereit. Ich bin bereit. Gut zu wissen. Wir greifen von zwei Seiten an, am Nordtor und an der Westmauer, die wir mit Leitern erklimmen. Der Angriff erfolgt in mehreren Schritten. Erst wird die äußere Mauer eingenommen, dann die Kernburg und schließlich der Palast und der Turm. Dann quatschen wir ein bisschen über alles, was da abgeht und wie das läuft. Wie wollen wir das Tor einnehmen? Zuerst versuchen wir mit dem Tribok so viel Schaden wie möglich anzurichten. Kieser meint, er könne es treffen. Aber selbst wenn er das kann, werden wir uns auf dem Weg zum Fallgatter durch einen Pfeilhagel kämpfen müssen. Fallgatter? Zum Glück ist es aus Holz, wir können es also aufbrechen. Aber die Verteidiger in der Vorburg werden es uns nicht leicht machen. Und wie lautet der Plan für den Angriff auf die Westmauer? Zuerst müssen die Männer mit den Leitern an die Mauer, was unter Beschuss keine leichte Sache ist. Sie müssen also so gut wie möglich gedeckt werden. Wenn die Leitern stehen, stürmen die Männer los und erklimmen die Mauer. Sobald ein paar den Wehrgang erreicht haben, sollten wir schnell die Oberhand gewinnen. Da singt einfach einer im Hintergrund. Wie nehmen wir den Wehrgang ein? Indem wir die Westmauer erklimmen oder mit Hilfe der Männer vom Tor, wenn sie denn durchbrechen können. Und die Kernburg? Das wird hart. Selbst wenn wir durchs Tor und die Vorburg kommen, haben wir noch lange nicht gewonnen. Die Burg ist so angelegt, dass wir für die Bogenschützen auf dem inneren Wehrgang wie Hühner in einem Pferch sind. Wir müssen uns entweder durchkämpfen oder sie irgendwie umgehen. Was ist mit den Wohnbereichen? Ich sorge mich um die Geiseln. Sobald wir drin sind, weiß Ishtvan, dass die Niederlage unvermeidlich ist. Aber dennoch werden wir erbittert um jeden Raum kämpfen müssen. Boah, ich bin schon mega gespannt. Okay, wir wissen Bescheid und ich habe jetzt schon mega Bock. Ich denke, ich weiß nun über alles Bescheid. Willst du dich dem Angriff auf das Tor oder auf die Westmauer anschließen? Denk daran, viele Skalitzer werden dir folgen. Das könnte entscheidend sein. Ich werde beim Angriff auf die Mauer helfen. Ich bin stolz auf dich. Du hast dich von einem Rotzbengel zu einem zähen Kämpfer gemausert. Sei der Himmel mein Zeuge. Wir treten diesen Hurensöhnen in den Arsch. Ein Dörfler und ein grauer Ritter? Ishtvan zittert bestimmt wie Espenlaub. Wenn er nicht zittert, weiß er nicht, was ihn erwartet. Eine Sache noch. Egal wie gut ein Plan ist, irgendwas geht immer schief. Halte die Augen offen und packe jede Gelegenheit beim Schopfe. Steh den anderen bei und stürz dich nicht in einen aussichtslosen Kampf. Wir müssen die Festung schrittweise erobern. Eins nach dem anderen. Ich werde daran denken. Viel Glück, Grünschnabel. Viel Glück auch dir, grauer Ritter. Boah, da bin ich jetzt mega gespannt. Greif an, sehr gut. Erstürme die Mauer, machen wir. Wir sind sowas von ready.
Oh, yes. Sehr schön. Ah, das... Oh Gott, die sind schon down? Schilder hoch, um Himmels Willen! Schützt euch! Wartet, bis sie die Leitern aufstellen! Mann! Die sind ja schneller down gegangen. Die sind ja nicht mal eine Sekunde weiter vorgekommen. Warte mal. Ich bin gerade am Überlegen, als allererster vorzurennen ist, glaube ich, nicht so gut, oder? Oder doch? Oh je, die Armen, die da schon runtergefallen sind. Aber ich sehe keinen Pfeilhagel. Ja, die ersten gehen hoch und ich würde sagen, wir gehen hier hinterher als zweiter. Okay. Wir sind Heinrich. Wir sind gut ausgerüstet. Wir werden die einfach komplett fertig machen. Hoffe ich jedenfalls. Das jetzt mal, ich nehme den Mund voll, aber ich versuch's. Vielleicht wird's auch schwierig. Ah, oh, Mann, komm. Okay. Noch einer? Wer denn? Wer ist denn der Böse hier? Der da. Komm her. Ah, der blockt gut. Warte. Ja, jetzt hat er keine Chance. Keine Chance. Gnadenstoß. Komm her. Jawohl, Heinrich. Alter, italienische Beckenhaube, der hat starkes Zeug. Die haben alle starkes Zeug. Nein. Okay, wir haben das jetzt aufgehoben, aber das machen wir nicht mehr. So, jetzt gehen wir hier einmal durch. Und schauen mal, was hier los ist. Oh je. So, jetzt, die können wir perfekt von hinten fertig machen. Ah, ich bin froh, dass wir so einen starken Stechschaden haben. Komm her. Ich bin froh, dass wir so einen starken Stechschaden haben. Das ist das perfekte Schwert. Weil es einfach Imbar zieht. Das macht einfach... Das macht die richtig platt. Warte mal. So, komm her. Next one, please. So, ein bisschen Kondition. Warte mal. Ah, ein bisschen ein zäher Kollege. Warte mal, komm her. Aber keine Chance. Den haben wir down gekriegt. Alter, die sind schon krass. Paar Groschen, aber sonst... ist hier noch was? Ach, da ist noch einer, komm her. Na komm. Und, down? Jawohl. Guck mal, der hat so ein edles langes Hemd, Alter. Silberne Sporen, die sind... Manche sind echt gut ausgerüstet. Und jetzt rein in die Dinger, oder? Goldene Sporen. Sag mal, wie gut sind die denn ausgerüstet? Wo müssen wir jetzt hoch? Hier? Soll ich das Schloss knacken? Ich gehe noch mal raus. Wenn es da oben noch abgeht, gehe ich natürlich hin. Hallo. Warte mal, nicht hier. Ich gucke mich hier noch weiter um. Bin in einem privaten Bereich, als ob. Jetzt gibt es keine privaten Bereiche, ne? Komm, Heinrich. Warte mal. Hä, wo geht's denn hier weiter? Als ob ich jetzt einfach hier feststecke. Warte. Geh wieder hoch. Alter, ich will helfen. Warte mal. Orientierung. So. Hier ist alles ready. Hier ist auch alles ready. Ja, unsere Jungs haben auch kassiert. Ich laufe mal die ganze Runde um die Mauer rum. Da geht's noch ab. Ja, dann. Komm her.
komm her, komm her. Oh nein, das sind zu viele. Viele. Weg. Ein bisschen entspannt. Ja, und die anderen stehen da einfach nur dumm rum, oder was? Alter. Komm, schwenk. Heinrich, auf den da. Wir müssen der Reihe nach vorgehen. Wir können nicht den da hinten anstochern, der gar nicht da ist. Okay, komm her. Okay. Warum rennt der weg? Bleib hier. Oh, jetzt kassieren wir, weil wir von der Seite angegriffen werden. Alter, das geht mir so auf die Nerven. Komm her. Nein. Sag mal. Ich bin draufgegangen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sind gestorben. Oh mein Gott. So, Spiel laden. Wo sind wir jetzt? Warte, habe ich vorne drin gespeichert? Boah, ich muss die Reihe nach rangehen. Ich kann nicht mich von 7 umzingeln lassen. Oder, ja, es waren keine 7. Sagen wir einfach nur von 3 umzingeln lassen. Ich muss die entweder von hinten angreifen oder schön der Reihe nach. Aber bei ein paar lohnt sich zu gucken, was die haben. Der eine hatte einfach goldene Sporen, der andere hatte einen italienischen Helm. Das war krass. Also wirklich, das war wirklich sehr, sehr, sehr krass. Erst den Wehrgang säubern ist wahrscheinlich besser, ja. Ja, glaube ich auch. Aber ich guck mir mal ein paar Leute an. Die Schwerter oder so hebe ich nicht auf, aber goldene Sporen, das ist 1k, das ist so viel Geld. Ich bin da am Überlegen. Ja. Das Spiel hätte das nicht so, die nicht so ausgerüstet und so, wenn es nicht möglich wäre. Als ob ich jetzt hier bin. Ich kann es nicht fassen. Okay, dann machen wir gleich weiter.